Was geht, man aus die Fighter Hose, und heute mit den Legendary Goku Event Mission auf Global. Wir machen heute drei Kategorien auf einmal. Ihr habt es richtig gehört, Leute. Wir haben hier Kamehameha, Goku's Family und Super Saiyans. Alle Charaktere, die ich im Team habe, sind in den drei Kategorien. Wenn wir das schaffen, haben wir drei Missionen auf einmal. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Ihr müsst nicht, klar, jetzt so wie ich, drei auf einmal schaffen, zwei auf einmal. Wenn es geht, wäre es nice. Dann spart euch Zeit, sag ich mal. Aber einzeln packt ihr sie auch. Wenn ihr zum Beispiel, wenn euch in dem Setup, was ich habe, ein, zwei Charaktere fehlen, dann würde ich euch empfehlen, macht Kamehameha, Kamehameha und Goku's Family. Okay, jetzt kommt alle reden. Kamehameha, oh mein Gott, ich kann nicht reden. Ich bin so mad auf dich, XD. Hey, lass das. Immer die Animationen, die den Feature garantiert. Hey, lassen Sie das. Ziel circa Gena. USO für wie du aber nie die Animations bekomme, die Charaktere immer ohne Animations will auch mal. Ja, aber Pharaohs, Hauptsache du ziehst sie mal, Boy. Hauptsache du ziehst sie mal, Boy. Aber die neuen Animationen sind geil, sonst nicht. Jedenfalls, Kamehameha und Goku's Family Kategorie auf einmal kann ich empfehlen. Ist easy. Ihr könnt auch zum Beispiel den physisch Goku Blue noch mitnehmen. Ich habe ihn nicht mitgenommen, weil er in Super Saiyans ist. Okay, aber Kamehameha und Goku's Family. Wenn ihr die Zahl auf einmal machen wollt, ist, kann man auf jeden Fall machen. Definitiv. Okay, ansonsten in dem Team-Setup will ich tatsächlich so gut es geht mit allen Charakteren, so oft es geht, super decken. Und ich will auch so schnell es geht tatsächlich, ich muss so schnell es geht Namek Goku transformieren, weil erst dann tut er die Verteidigung erhöhen mit jeder Super-Attack. Genau. Okay, Super Saiyan Challenge im LG. Endlich ein Ort, wo ich Super Saiyan 3 Bardock benutzen kann, Klappe. Einfach sprechen verlernt, genau das. Oh mein, ja. Ich grüße Slifer. Slifer der Himmelsrache. Okay, jetzt die Sache, aber bekomme ich in dem Team überhaupt gut Schaden? Hatte vorhin immer Probleme mit dem LGE. Und jetzt nach den Vegetto Easy Ace. Easy wie noch nie. Ja, Vegetto Easy Ace ist brutal. Macht das gerade auch perfekt. Wie sollte man Incotanks in JP dupen? Incotanks würde ich Crit gehen, aber auch ein bisschen Additional Attack tatsächlich. Von beiden etwas. Oh, okay. Okay. Ich lasse Goten genau so, wie er ist. Ich will nämlich Schaden nehmen. Ich muss so schnell es geht Namek mit Goku transformieren. Genau, das wollte ich sagen. Ja, perfekt, perfekt. Wie geht's heute? Mir geht's ganz gut, ich hoffe, dir ebenso. Mach ein bisschen LG, ja. Genau. ADF, Junge. Kommt alle, cooler Team. Wo war ich jetzt? Shingrim, sorry. Hab dich vorgestern in Fighters Lobby belästigt, danke fürs Match. Ey, das war geil. Das waren geile Matches, okay? Ich habe da drei Piccolo gesehen. Perfekt. Ich habe da drei Piccolo gesehen, dachte mir, also zwei. Ich und ihr. Oder ihr und ich, besser gesagt. Und dann dachte ich mir, Alter, wie cool das aussieht. Und dann hat einer von euch einfach eine Arena aufgemacht. Ich fand das echt cool. Und dann haben wir ein, zwei Matches gemacht. Ja, das war geil. Das war geil. So ist nicht, Mann. ja, aber my boy. Naja, pass auf. Das war Videomaterial. Ich habe nämlich ein Video gedreht, okay? Ich war so fertig mit dem Video. Auf einmal sehe ich dünn Eskalation. A new enemy, zwei Piccolos, der macht den Ring auf. Kämpfe angenommen. Wirst auch Elegon transformieren? Geht nicht, ich habe keinen Cell-Charakter im Team. Keinen Android-Charakter im Team. Wie findest du die neuen Stages im Infinite Dragon History Events? Die sind meiner Meinung nach zu easy. Ich sag mal folgendes, als sie auf JP online gekommen sind, waren sie schon herausfordernd. Aber auf Global sind sie einfach, weil auf Global mittlerweile schon brutale Charaktere draußen sind, ja. Okay. Gut, und jetzt müssen wir halt den Plan behalten, dass sich mit den Charakteren, die ihre Verteidigung erhöhen können, immer super attack. Glaubst du, wir kommen auf den ersten Platz im Store? Ich denke schon, ja. Ich denke schon. Gerade reicht es uns ein Versuch mutig gemacht bei Vegeta, direkt Vegeta gezogen. Gratuliere. Freezer ist gut, aber sein Bruder ist cooler. Badum, badum. Dieser Strength ist sehr gut. Ist er wirklich so gut? Nein. Könnt ihr locker auf 100% bringen, aber immer genug. Nee, Pizza Johnny. Ich habe ihn nur mitgenommen. Also schlecht ist er nicht in manchen Setups. Im LG ist er aber nicht so gut. Ich habe ihn nur mitgenommen, damit ich drei Kategorien auf einmal machen kann. Weil er ist den Kamehameha, Super Saiyan,
Und Cuckoo's Family. Genau, deswegen habe ich ihn am Start. Aber bei allem Respekt, nee, du musst es nicht mitnehmen, tatsächlich. Okay, my boy Goku. Der soll auf jeden Fall super attacken. Der auch und der da hinten definitiv auch eigentlich. Genau. Was denkst du, kommt zu Partei? Ja, sehr schön, da können wir echt drüber sprechen. Also wie gesagt, es ist nichts offiziell bestätigt, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass ein Partei folgen wird. Chris, vielen Dank für die Bits. Letztes Jahr zu Partei kam LL Broly, okay? Also viele haben wahrscheinlich direkt an einen Superclass LL gedacht. Also, wie gesagt, das ist jetzt nur eine Spekulation, wir reden jetzt einfach nur gemeinsam drüber. Ich habe aber sofort an einen Extreme LL gedacht, weil letztes Jahr kam ja auch Broly. Ich habe sofort an Kid Buu gedacht, aber ja. Aber Kid Buu wäre für mich schon Download-Celebration-Material eigentlich. LL Kid Buu gegen einen LL Genkidama Goku zum Beispiel. Aber wenn er rauskommt, hätte ich nichts dagegen. Also bei allem Respekt. Ich muss vielleicht auch mal langsam anfangen, mit LL Gohan und Goten hier anzugreifen. Ja. Also, LL Ultimate Gohan habe ich auch oft gelesen, dass viele sich LL Ultimate Gohan wünschen würden. Warum nicht? Warum nicht? Ne, LL Barbie und Boo sind Free-to-Play, die gibt's ja schon. Lieber Dragon Ball GT gucken oder Jojo? Jojo, hau rein. Jojo, weiter. Weiter mit Jojo. Vielleicht LL Janemba? Okay, die Sache ist ja, guck mal, letzter kam LL Gohan Goten, der Gegner von ihnen war LL Bro, das hat schon Sinn gemacht. Sache ist, okay, Goku und Vegeta haben gegeneinander gekämpft, dann ist Vegeta auf Majin Buu rausgegangen. Ich hoffe, die hauen kein LL Majin Buu raus, weil es kam jetzt gerade Exchange Majin Buu auf JP, da habe ich keine Lust auf den. Aber wenn wir jemand aus Majin Buu Saga nehmen würden, wir nehmen es an. Boah, die Rotation macht mir schon ein bisschen Angst hier, tatsächlich. Boah, jetzt sind aber. Die Rotation macht mir schon ein bisschen Angst, wenn Goku seinen Guard nicht aktiviert hat. Ich will mich nicht jetzt schon heilen, tatsächlich. Gucken wir mal ganz kurz, ob er seinen Guard aktiv hat oder nicht. Natürlich! Junge, warte doch mal ein bisschen! Guard aktiviert, perfekt. Ah, ich nehme alles zurück. LL Pulpul, bitte. Ja, moin, Goku Summon First. Was? Goku Summon First Direct, sorry, bitte was? Tyrone, gratuliere für The Placement Zeno. Ja! RS, ein sehr schöner Vorschlag. LL Testobu, der direkt zu Kid Buu wird. Das ist sehr gut. Früher oder später kommt ein LL Kid Buu, okay? Ich verstehe immer noch nicht, wieso es keinen gibt, aber das ist ein anderes Thema. Aber wenn LL Kid Buu rauskommt, dann wünsche ich mir tatsächlich, dass er irgendeine Art Transformation hat, okay? Und das LL Testobu, also Buff Buu, weil der heißt anders. Es gibt einen Tag in Dokkan, der heißt anders. Der heißt irgendwie so und so Absorb, glaube ich. Wenn der sich zu LL Kid Buu transformiert, ich nehme es an, weil dann kann ich immer noch easy physisch Kid Buu spielen. Das ist sehr wichtig. Ja, wenn ein LL Kid Buu rauskommt, wir haben so lange auf ihn gewartet und dann kommt der, dann heißt er Kid Buu, da kann ich physisch easy Kid Buu nicht spielen, dann denke ich mir ja, wow. Deswegen, ein sehr guter, ja, das ist perfekt, das hätte ich gerne so. Der Game Crusher, lieben Dank für das Zuschauen, was ihr habt, mein Boy. Und das ist ja geil, tatsächlich. Ah, ich hätte vielleicht, egal, passt. LL Super Buu zu Kid Buu. Ja, genau, mit dem Testo eben. Aber Super Buu soll ja nicht heißen, da kann man die anderen Super Buu noch spielen. Klar, der Strength ist jetzt nicht so doll, aber der physisch Strength Supporter und so weiter und so fort. Hauptsache, man lässt diese Option frei, sag ich mal. Und genau. Okay, ich habe jetzt einen Doka-Mode, den nehme ich an. Wieso? Oh, ich habe den AGL da einfach ganz trocken. Ah, oh, der hat Damage Reduction. Ich meine, okay, okay. Ja, perfekt. Der tut hier super attacken. LL Goku Super Saiyan 4 First Summon. Ah, okay, jetzt gratuliere. LL Olong, bitte was? Bitte was? Wow. Swelle. Weiß einer, wann ich die Vados-Medaille farmen kann für LL Kale? Ja, Toni, das ist ganz komisch. Auf Global kann man sie nicht, kann man das Event nicht mit dem Portal of Memories, mit den Schlüsseln spielen. Deswegen kann ich das nicht sagen. Ich weiß nicht, wann das Story-Event wieder kam, mit welcher Celebration. Genau. Andere Frage, ja bitte. Da ja das Anniversary in Lensbad ansteht, was glaubst du, welche Chars kommen? Ja, gute Frage, um ehrlich zu sein.
Entweder sie hauen zwei LF-Charaktere raus, weil das haben sie letztes Mal gemacht mit Piccolo und Freezy. Oder sie machen das wie letztes Jahr, hauen vier neue Charaktere raus. Letzter Kampf Buhan, Gohan Freezer, Goku Blue, Vegeta Blue und ein LF. LF Super Vegito. Ob so oder so, ich würde mir tatsächlich gerne, jetzt passt auf, vielleicht wird das jemand falsch verstehen, aber ich würde mir gerne einen Buff für Godki wünschen. Godki hat gute Charaktere, aber Godki hat kaum defensive Charaktere, so gut wie gar nicht. Der einzige, der ein bisschen defensiv ist, ist der lilane Godku, der lila Godku. Und Beerus, wenn man den Zenkai awaked hat, aber das ist eine andere Sache, ja, Zenkai awaked. Der blaue Goku ist gar nicht mal so schlecht, Goku Blue, aber mittlerweile gibt es so kranke Damage-Stile, aber auch für viele ist halt auch so gute Tanks. Godki hat das nicht, die haben überwiegend nur Damage-Stile. Bin mal gespannt. Der Tekpu heißt in Doka Majin Buu South Supreme Kai, perfekt, dankeschön. Wie gut ist Ultra Instinct Goku und wie ist ein Goku's Family Team? Ultra Instinct Goku ist nicht schlecht, aber ich würde mir demnächst tatsächlich einen neuen wünschen. So. Hello, Bio Broly, lassen Sie das. Mit Kai und Blue kam das Event, meine ich, wie war das? Okay, Kai und Blue kam aber schon auf Global und die haben es immer noch nicht mit den in das Portal of Memories gesteckt. Das verstehe ich gar nicht. Also mit Schlüssel kannst du sie nicht ziehen. Ja. Wie wär's mit einem neuen King Vegeta? Der Planet Vegeta Kategorie vielleicht ein bisschen komisch. Ne, wenn ein King Vegeta kommen würde, dann eher als Vegeta's Family Supporter. Das würde ich cool finden, tatsächlich. Also jetzt ist jetzt meine Meinung quasi. Okay. Ja, The Legend Goku verliebt Peter for Battle, man kennt's. Kleiner Lappen da rechts. Deswegen brauchen wir die AGL-Ops hier. Obwohl ich sie gerne Gohan gegeben hätte für den Heal, aber egal. Bei JP bekommt man die Schlüssel, mit denen man diese neuen Events machen kann. Wo ist dieses Event? Gute Frage. Hast du überhaupt ein paar Schlüssel schon? Oder? Ich habe noch nicht reingeguckt, um ehrlich zu sein. Aber eigentlich soll das in Event-Section sein. Special, irgendwie sowas. Physisch Vegito Blue und Gogeta Blue, wenn die im Jubiläum nicht kommen, fühle ich mich verarscht. Ja, vor allem Gogeta Blue, ne? Für Legends ein LF Gogeta Blue, aber wie du sagst mit Defense, yeah. Moritz, mir geht's ganz gut, ich hoffe ebenso. Lohnt sich die Summons oder sollte man skippen? Konnte eben erst dazukommen. Höbel, es kommt ganz drauf an. Hast du denn überhaupt Interesse an Goku und Vegeta? Wenn du die ersten Durchläufer mitnimmst, die ersten vergünstigen Durchläufe, das kann man schon machen, sonst nicht. Darüber hinaus musste man nicht weitergehen, tatsächlich. Kurz andere Musik reinklatschen. Das ist ein geiles OST vom Beerus Dokkan Event. Richtig geil. Heute noch Sam Deadly? Nee, heute machen wir nur Dokkan. Apollos Puls habe ich gesehen. Ja, yeah, brutal. Also die mir zumindest gezeigt hat. Was ist deine Taktik in diesem Team? Ich versuche hier drei Legendary Goku Event Missionen auf einmal mir zu holen. Kamehameha, Goku's Family, Super Saiyan. Und dabei muss ich natürlich mit die Charaktere, die ihr Verteidigung erhöhen können, mit denen will ich so oft es geht Super decken, damit sie das machen. Ja. This is the plan to go. Deswegen zum Beispiel bei Elegorn, ich versuche den wenig Key zu geben. Elegorn, Goten ebenso, dass der Charakter ganz hinten zum Beispiel, der an sich weniger Verteidigung hat als Elegorn, seine Verteidigung stacken kann durch die Passive. Hast du eigentlich einen Dupe für AGL Elegorn? Leider nicht, nee. Hab 1000 Swords und skippe die Banner komplett. Der Banner sagt mir nicht zu. Dann passt ja. Wie wär's mit einem Double Banner? Einmal 4-fach Vegeta und Omega Strahlung und ein Trunks Zamasu. Du meinst, in Legends hätte was. Meiner Meinung nach das schlechteste ISL. Boah, weiß nicht. Ich habe gerade nicht alle Erfahrungen tatsächlich. Bardock OSC habe ich gerade nicht im Gehör. Ich bin übertrieben traurig wegen Jiren, I mean The Legend Jiren, oh mein Gott, einmal wo er normal ist und dann active zu einer Rage-Form. Ich bin mad, weil es nicht geht. Ja, das wäre aber potenziell, das wäre tatsächlich was für ein Dual-Dokkan-Fest. Uigoku gegen neuen Jiren. Wenn der neue Elekid
Heißt, denke ich mir nur Lero. Ja. Glaubst du, bald kommt ein 170% Majin Buu Saga Leader? Ja. Weißt du, was auf JP kommt? Nein. Wer ist eigentlich besser? Goku oder Vegeta? Die sind so ziemlich gleich, um ehrlich zu sein, mein Freund. Aber Vegeta hat den besseren Leader Skill. Goku kann man aber in mehreren Setups besser und einfacher spielen. Okay, Freunde, jetzt geht's aber los hier. Ise Goten, der, ja, seht ihr schon? Der ist am krepieren. Und zwar, nächste Runde habe ich. Ich aktiviere hier ein. Ah, ich hätte das Ding mitnehmen sollen. Ich hätte zweimal Ikarus mitnehmen sollen. Whis und Ikarus hätte ich mitnehmen sollen. Was hat Goten an sich denn für eine Defense? Oh je. Oh je, jetzt müssen die Charaktere so schnell wie. Diese zwei Phasen sehr wichtig. Jeder sollte annähernd, also was heißt annähernd, die ihre Verteidigung erhöhen können, tanken gut. Nur Goten, bei dem muss immer mal wieder ein Item aktivieren tatsächlich. Goku Blue könnte aber auch gut Schaden bekommen gegen Int Ui Goku. Luck Esports ist gehabt, LRG dann gegen LOE für Anniversary. Ich weiß nicht, noch ein Jahr warten so. Ich hätte das, wenn, dann würde ich das gerne eher früher sehen. Boah, Alter, was für ein Damage hier raus, was ist da los? Der Gamecrusher ist gerade nicht wie bei dir. Was ist mit einem OP-Leader, der auf alles 170 gibt und Key plus 4? Das sind geile Leader-Skills, das gibt's. Wicked Key 370. Gibt es Key 470 auf alles? Ich glaube nicht, oder es gibt Key 4, aber auf 270. Oder gibt es Key 470? Ja, safe, natürlich. Ding, Margin Power hat doch jetzt bekommen und die Special Pose. Key 470 straight, das ist brutal. Das nehmen wir definitiv an. Genau. Dragon Ball Seeker auch, ja, logisch, stimmt, okay, stimmt. Stimmt, Gopanks, logisch. Stimmt. Ist er gerade gedodged oder was? Oh Mann, ich hab nicht aufgepasst. Son Goku, was geht ab? Ja, erstens, was geht, als wird ihr euch auch bei dem so. Sorry, dass ich es verpasst habe. Alles gut, kein Stress. Wollte fragen, was hast du denn gezogen? Ich habe im letzten Multi 10 Tickets Margin gezogen. Ich heule, gratuliere. Ich habe Goku gezogen, den neuen Goku. Genau. Den neuen Goku habe ich gezogen, Leute. Hab zwar die Chars ohne Dupes, Elevator war auch dabei. Oh my, yeah, da wird's okay. Ja, Red Chili eskaliert gleich. Okay. 500.000 Verteidigung. Ich nehme jetzt sowas von an. Heal mich. Der Lappen da hinten soll einfach nur zugucken. Elegant Seed, habt ihr das gesehen? Insane. Sehr gut. 4,1 ohne Sub. Vater, komm gleich rüber und batch dich zur Seite, Mann. Lasst es. Die GoBros haben bei mir, ich meine, kein Dupe. Oder habe ich die mal wieder gezogen? Auf JP haben die einen Dupe, ich guck mal gleich. Ja, perfekt. Ich kann die schön gut dann rausrotieren dann. Ne, die haben keinen Dupe. Okay, nice. Das ist sehr gut. Oh, okay. Oh mein Gott, dann gehe ich mit einem... Ja, jetzt. Dann gehe ich mit einem Doka-Mode in die nächste Runde. Das gefällt mir doch. Das gefällt mir. Genau, das gefällt mir. Auf Global hast du auch ein Dupe. Einfach irgendwas sagen. Genau das. So, jetzt, Freunde. Kommst du heute noch lochen oder hast mal wieder keine Lust? Ich gebe den Doka-Mode. Ja, Mann, ich will den Elegoan Goten geben, aber die kommt nicht auf eine Ultra Super Attack. Ich hasse es. Was ich aber erstmal mache, ist auf jeden Fall Ghost Usher. Dann nehme ich trocken den Doka Mode an. Ich geb ihm den. Ja. Der hat immer noch einen Dupe, ne? Zwei Dupes, okay. Ja, dann gebe ich das ihm. What soll's? Es ist keine Ultra Super Attack wegen einem Key. Genau das. Okay, Dokkan-Modo. Das sollte fetzen auf jeden Fall. Wenn Crit am Start ist, nehme ich es auch an.
Warte kurz, wie viel? 2,7, okay. Ah, wow, Alter, kein Crit, nichts. Aber das ist schon super, Digga, okay. Vater, hör auf zu dodgen. Und nimm einfach. Nimm dein Schicksal einfach an. Ja, Elegorn Gutin wird ja halt schwierig ohne Kritten, was weiß ich. Maxi, was glaubst du, Alter? Ja, wir haben Goku gezogen, auf jeden Fall. Tech Vegeta mit physisch easy Vegeta Blue. Kann man spielen, ja, kann man spielen. Dragon Ball Super Manga verfolge ich, ja. So, die Rotation soll eigentlich gut tanken. Wobei, ich habe Angst vor dem da hinten. Der hat seine Damage Reduction. Nix. Ja, ich würde gerne hier noch kein Item aktivieren. Lieber erst nächste Runde. Wenn du aber super tanken willst, dann bitte hier. Deinen kleinen Sohnemann hier. Sonst kriegen wir ein paar... Hey, hör mal auf zu dodgen, Mann. Zieh das doch nicht in die Länge, Mann. Akzeptier doch einfach dein Schicksal. Was ist das? Lass es doch einfach. Hallo? Wer ist besser, LF FIFA Goku oder in neue Int Goku? FIFA Goku. Wobei der LF Goku auch richtig gut ist. Hör mal auf zu dodgen, Mann! Mein bester Charakter in Legends. Puh. Ja, kommt drauf an, was du damit meinst. 7. Also. Kommt drauf an, was du damit meinst. Okay, Goten bekommt als Angriffe Elegorn Goten. Kommst du heute noch? Ich finde mein LF Vegeta ganz cool, so ist nicht. Der ist auf 7 Sterne, aber sein Team ist nicht mehr so geil. Ja, absolut, die haben schon gesamt, genau. Mein Homie Shoutout, Deku, wir beide wollten skippen, haben die Tickets rausgekommen. Die 6, ein Friends Summon Ticket. Und so weiter, ich ziehe 0, mein Homie einfach LF 4 Vegeta ins GG. Ey, der dodgt die ganze Zeit, ich habe keine Lust mehr, Mann. Heute nach fast einem Jahr wieder Dokkan runtergeladen und gemerkt, dass ich ja gar nichts mehr weiß, obwohl ich locker 300 Stunden in dem Game hatte. Ist ja fast wie ein Mathe. Travis, es geht. Skat! Junge, was soll ich machen? Er dodgt nur. Soll ich den Rage-Modus aktivieren? Ja, komm. Das kann er nicht dodgen, oder? Doch. Oh, der war Gott! Oh, ich dachte, ich spiele gerade allein Dokkan, weil alleine mache ich das gerne nach, aber... Ich war einfach live. Sorry. So, du Pappnase. Jetzt komm mal ran. Kannst du das dodgen oder nicht? Piu, piu. Kann Rage dodgen? Mein Rage kann er nicht dodgen, weil ich so geschrien hab. Meinen Rage kann er nicht dodgen. Komm ran, Junge. Piu, piu. Ja, ja, ja. Komm ran. Batz. Das ist so cool einfach. Bah. Bah. Siehst du? Additional, oh mein Gott, genau das. Mal deine, der ist so cool. Einfach Name, Gür, genau das. Komm mal, ich hab noch ein Pew für dich. Pew, pew. Find den, aber den Rage-Modus gar nicht so schlecht von Goku. Ich find den auch cool. Mhm. Beide neu gezogen, so wie ein LR Vegeta. Nice Autogrill, genau das nehmen wir an. Doch, das kann er. Der kann dies. So, sehr geil. Jetzt haben wir schöne Agelobs. Da hinten. Oh, was für ein schöner Heal. Okay, ich muss ein Item aktivieren. Definitiv. Was habe ich nächste Runde? Ich bin dazu gewillt eigentlich, um ehrlich zu sein, der 107 macht zwar verdammt, das jetzt zu machen wieder. Genau. Batz! So. Wie viele Stones bist du reingegangen? Ich habe die ersten beiden Durchläufe mitgenommen. Sowohl bei Goku als auch bei Vegeta. Also 220 Stones. Grüße, Dipset. Was geht ab?
hab mir Tickets geholt und daraus LR Goku Dupe ein. Okay, erst ein Dupe. Evo Dupe Dritter und Majin bekommen und bin happy damit. Sehr geil. Zeigst du uns ja nochmal deine Sounds oder muss ich mich auf das YouTube-Video warten? Also ich kann sie jetzt dir nicht zeigen, aber ich werde das Video auf YouTube hochladen, genau, morgen dann. Wenn man Cell Saga Gohan LNet hat, kann man doch eigentlich Kamehameha-Kategorie vergessen. Ja, brauchst du halt einen Kamehameha-Leader, ja. Hab in einem Durchlauf von Goku den Super Saiyan 2 Goku, LFM Goku, Ui Goku und Goku Blue getrunken. Denkst du gegen Platz 1 Crossing? Ja. Name Goku Lieblingscharakter, er ist stark, aber ich wünschte, die hätten den etwas stärker gemacht. Vielleicht Rage für 2 Runden oder generell höhere Attack. Die hätten ihm The First Awaken geben sollen, Leute. Ich weiß aber, was du meinst. So. Ja, und der Lappen da hinten, der ist einfach nur da, um zuzuschauen. Der Transforming-Dreck, Alter. Komm, Prepare for Battle verlieren, einfach useless werden. Das ist halt das, was mich immer aufregt an so Charakteren, die Prepare for Battle verlieren. Ja, guck mal, hey, wir wären schon längst fertig, aber er dodgt die ganze Zeit. Wir wären schon längst fertig. Das zieht sich gerade einfach nur. Vielleicht gab es das später, sonst freue ich mich auf das YouTube-Up-Video. Ja, alles gut, alles gut. 600 Stones hab vier Super Saiyan Goku, Majin Vegeta 3 Ui Goku annehmen. Wie dupt man Ui Goku? Er kann ja noch Transformation Attack stacken. Crit Rest Edition Attack kannst du gehen. Man kann noch den Namen Goku als Leader nehmen und Gohan als Friends. Könnt ihr auch machen, da geht schon einiges los nicht. Ihr könnt auch L.A. Gohan Goten als Leader nehmen für dieses Setup. Ist ja auch Goku's Family dann. Du müsst aber aufpassen, dass dann quasi die Charaktere in Kamehameha sind. Und oder Super Saiyan. So, ich habe Boost aktiviert, richtig? Letzte Runde. Ja, oder? Verdammt, ich habe mit den Super decken sollen. Der erhöht seine Verteidigung um 30% für 3 Runden. Ich habe jetzt die... Ah, okay, ich kann... Okay, ich habe Boost aktiviert, richtig? Ja, perfekt, danke schon. Gut, dann erhöht er seine Verteidigung noch. Dann sollte er eigentlich einigermaßen tanken, hoffentlich mit Whis. Aber hey, bitte, jetzt hör mal auf zu dodgen, Mann. Ich kann nicht mehr, please. Please. Wer ist deiner Meinung nach besser? LRG oder FIFA Goku? LR Gohan und Goten. Bestimmt tut der Gotens Superdeck nicht dodgen. Alles andere dodgt er aber. Was ist das für ein Spiel? Aber dafür zeigt Goten, was er drauf hat hier an der Stelle. Nehme ich an. Nehme ich an. Okay. Jetzt können wir das mal bitte beenden. Please. Oh, ich habe jetzt nichts aktiv, Mann. Ich könnte da hinten schon gut Schaden bekommen, ohne. Ein Super Deck würde da hinten wehtun, aber. Ich will auch keinen Ghost Rush aktivieren. Ich bin auch full life. Ey, wenn ich jetzt verliere. Wenn ich jetzt verliere wegen so einem Käse, aber dann eskaliert alles hier, weil er hier alles links und rechts dodge oder was. Okay, die Faust ging durch. Vater, komm nur ran. Komm nur ran. Kritte doch, Mann, du hast zwei Dupes auf Edition Attack. Wieso? Wozu hat man Dupes auf einem Charakter? Ey, ich verstehe das nicht. Der tut bestimmt mit Level 5 Kritten jetzt. Spaß, wirklich. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Sogar der krittet, Mann. Okay, gut, er hat nicht super deckt. Jetzt muss er langsam aufpassen, Mann. Das kann's doch nicht sein. Jetzt muss ich, glaube ich, den... Nee, das will ich nicht machen. Aber ich muss es, glaube ich, machen, wenn ich sein. Ach. Der Penner da hinten und seine Kackdinge, ohne Witz. Wieso fällt der Prepare for Battle? Der hat eine 25% Damage Reduction, die keiner will, das, Mann. Was ist das? Nicht mal Verteidigung, nichts. 83... Oh mein Gott, ich weiß, ich kann nicht einschätzen, wie viel Schaden der nimmt. Hat der Dupes? Ein Dupe. Ein Superdeck bei dem. Ja, ich denke, ich soll das schon überleben, so ist nicht. Auch wenn der ganz hinten ein Superdeck bekommt. Ich habe 400.000 HP. Ja, ich denke schon eigentlich. Ja, der macht das extra auf jeden Fall.
Bei mir dodgt er auch alles. Keiner weiß. Keiner weiß das jetzt. Was hast du gezogen? Hab einfach alles gezogen. Sehr geil. Majoveta, LF4 von Vegeta und Age Goku. Und LF4 Goku hab jetzt leider nur 0 Stones. Okay, wollte auch nicht reingehen, aber hat sich gelohnt. Er hat es immerhin gelohnt. So ist nicht. Ich hab Goku gezogen, Gott sei Dank. Jungs, ihr habt Dupes. Crittet mal, please. Additional Attack, irgendwas. Und? Danke. Geht doch. Hau schon einen Crit hinterher, dann bist du der Held dieses Videos. Komm. Jawohl. Aber hast du nicht finishen können. War schön, Pappnase. Oh mein Gott. Oh, perfektes Setup. Okay, das wär's dann damit. Sehr geil. Ja, easy, Leute. Nice. Das hat sich halt echt gezogen, weil er so oft gedodged ist, aber 3 Missionen auf einmal. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Legitimately 3 Missionen auf einmal. Von 9 auf Global. Insane, insane. Das Geile ist auch, die Mission gibt's auf Global und JP. Das heißt, wir haben echt viel zu tun, so ist nicht. Jetzt dodge alles Spaß. Nein, nein, nein. Also, Kamehameha, Goku's Family, Super Saiyans. Das sollten wir jetzt abstauben können und dann wäre es tatsächlich für diesen Run gewesen. Auf jeden Fall geil. Wie gesagt, wenn ihr Einzelcharaktere nicht habt oder versucht, wenn ihr müsst ja nicht, wenn ihr 3 nicht schafft, okay, kann ich euch trotzdem 2 empfehlen. Kamehameha und Goku's Family macht sich ganz gut. Das könnt ihr verknüpfen. Ja, man, 3 Missionen gönnt euch. Easy peasy the place. Dann holen wir die Mission ab. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace.